Hi Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge Prodes Enlightenment. Und ja, in der letzten Folge sind wir hier stehen geblieben. Hier war dieses komische Schattenwesen, was uns tierisch Angst eingejagt hat. Also mir auf jeden Fall. Besonders wenn dann diese komische Musik da erscheint. Ja, wir schalten jetzt hier nochmal den Hauptschalter ein und schauen mal, wie es weitergeht. Jedenfalls ist es hier stockduster. Ich habe es versucht, ein bisschen anzupassen, dass es nicht zu dunkel wird für euch. Und ich hoffe, dass es gleich ein bisschen heller wird. Okay, hier haben wir wieder ein Kartenlesegerät. Schauen wir mal, da ist auch noch irgendwas, aber kann man nichts machen. Okay, das Zeichen heißt nichts Gutes, also gehen wir mal weiter. Wow. Ganz ruhig. So, hier haben wir einen Sicherungskasten, aber hier können wir nichts machen. The future is unclear and the end is always nigh. Also die Zukunft ist unklar und das Ende ist immer, weiß ich nicht, dunkel. Soll es dunkel heißen? Okay. Was haben wir hier? Auf jeden Fall alles total uralt. Hier war schon lange Zeit keiner mehr. Okay, haben wir irgendwie so ein Kühlbecken oder so, denke ich mal, für irgendeinen Generator oder so. Hier ist der Sound auch wieder genial, finde ich. Wenn man so ein bisschen drüber kommt, wird es auf jeden Fall lauter. Das ist dunkel hier. Okay, hier haben wir so wieder so einen Schaltkasten. Wieder ein Kartenlesegerät. Kann man sogar durchgucken. Hallo? Okay, da haben wir schon wieder so ein, ja, ob es eine Sicherung ist, Kondensator, keine Ahnung. Ich vermute mal, dass es eine Sicherung sein soll. T4. 02Y, ja. Probieren wir mal. Das ist eine 4, den an vierter Stelle. Jetzt brauchen wir auch wieder unser Gerät hier. Okay. Wow, der Rucksack ist noch da. Also uns fehlen hier noch Sachen. Also gehen wir jetzt mal auf die Suche und schauen mal, ob wir hier irgendwo die Sachen finden, die wir brauchen. Also die Sachen kann man hier nicht hochheben, oder? Nee. Okay. Steht da drauf? Okay, irgendeine Bezeichnung. Ah, da haben wir doch schon eine. Na cool, das ist die 3. Dann geh du direkt mal an dritter Stelle. Und geil, da laufen wir direkt auf die nächsten zwei. Auf zu. 1 und 2. Ja, cool, jetzt haben wir alle, die wir brauchen, hoffentlich. Schauen wir mal, ob wir das Rätsel lösen können. Ob wir wieder Spannung bekommen. Also 2. 1. Okay, das ist es nicht. Kann man die noch andersrum drehen? Ne, okay, die drehen sich automatisch immer in diese Richtung. Okay, wir könnten mal einfach 1, 2, 3, 4. Aber ich weiß auch nicht, was sein, ob das jetzt hier die Hauptsicherung sein soll. Also die Verkabelung, die sagt mir jetzt hier gar nichts. Okay, das funktioniert auch nicht. Okay. Nee. Einfach mal so ein bisschen rumtesten. Okay,
Okay, überlegen wir mal ganz kurz. Die sehen schon farblich unterschiedlich aus, ne? Wenn wir hier sehen, die ist total braun angelaufen. Die so ein bisschen. Die ist fast komplett weiß. Und die ist auch nur ein bisschen vorne braun. Also die sieht so aus, als ob da am meisten Leistung drüber gegangen wäre. Die Kontakte sehen auch nicht mehr so gut aus. Sehen Kontakte ja unterschiedlich aus. Nö, fast identisch, würde ich fast sagen. Okay, können wir was davon machen? Also wir könnten mal probieren. Ich vermute aber, dass irgendwie andersrum ist. Und das ist die einzeln steht, die Sicherung. Die hat wahrscheinlich am meisten Leistung abbekommen. Und das wird die sein. Aber wir probieren erstmal auf dieser. In dieser Reihenfolge funktioniert nicht. Probieren wir mal ganz kurz. So, das ist die ganz braune. Dann ist die Frage, was ist hier? Na, probieren wir mal. Wow. Okay, das ist neu. Das heißt, wir sind gar nicht so falsch. Jetzt probieren wir einzuschalten. Hauptschalter bleibt drin. Oh, da kommt was hoch. Wenn jetzt unser Gerät wieder wegnehmen. Ne, okay. Okay. Was haben wir denn jetzt hier? Da sind ja, 2 mal 5 Punkte in der Mitte, links und rechts oder oben und unten. Und dann in der Mitte einer. Okay, schauen wir mal, ob wir da irgendwas in diese Richtung finden. Der sieht doch gut aus, oder? Also ich würde sagen, der passt. Okay, oben war aber noch eine Tür. Ist gut. Jetzt können wir natürlich irgendwas mitnehmen und schauen, ob wir was finden. Wir haben hier auf jeden Fall zwei unterschiedliche Karten. Probieren wir einfach mal, ob wir oben irgendwie reinkommen. Ansonsten gucken wir uns mal kurz das Bild an. Also der ist schon ähnlich, würde ich fast sagen, oder passt der sogar? Also der passt nicht hier, okay. Nee. Okay. Diese Punkte müssten hier sein, dann wird's, oder? Ich würde fast sagen, dass das passt, aber wir kommen nicht rein, okay. Aber wir haben ja unten noch eine Tür, die offen ist. Wir können uns natürlich kurz noch die Karten angucken, die wir da unten noch haben. Dann irgendwas noch bei ist. Ich glaube, das ist wieder so ähnlich und die Punkte müssten meiner Meinung nach hier sein. Sind die aber scheinbar? Das sind ganz andere wieder. Ich dachte gerade, hier läuft einer auf mich zu. Sounds sind schon böse. Das ist wieder das Gleiche. Ja, das sind alle, die sind identisch. Okay, das heißt, wir kommen da erstmal nicht rein. Vielleicht später. So, jetzt nehme ich mir aber erstmal meine Taschenlampe wieder. Gott, ey. Hallo? Ja, wie in jedem guten Horror-Game gehen die Türen immer zu. War es schon unheimlich. Aber die Sounds machen das auch so schlimm. Was haben wir hier? Schalter sind gut, ne? Okay, wir haben scheinbar keinen Strom. Da liegt was. Eine Riesenkarte. Aber ist auch gut, dann kann man es wenigstens lesen. Hier gibt es jetzt keine Übersetzung. Versuche ich mal mein Bestes. Viktor Kovalenko, the former employee of the Enlightenment, transmitted as patient one. Okay, der Viktor
ist hier angestellt gewesen und ist Patient, ja, 1 oder minus 1, keine Ahnung, ich denke mal 1. First Stage, Bluthochdruck, Kopfschmerzen und Haarverlust. Oh Gott, der hat meine Krankheit. Scheiße. Also kann ich davon ausgehen, dass wir hier auch irgendwo in der realen Umgebung Strahlung ausgesetzt sind. Okay, zurück zum Spiel. Second Stage, the loss of bone strength, also die Knochendichte wahrscheinlich ist damit gemeint, ist nicht mehr so gut. Okay, vomiting ist irgendwie Erbrechen, kein Appetit. Oh je, ey. Und den Victor, den suchen wir ja eigentlich. Das ist ja der, der wahrscheinlich ja, umgebracht wurde und ja, kein Körper wurde gefunden. Okay, dritte Phase hier. Muskeldegradation, also die Muskeln haben abgenommen. Soft Tissue Decomposition. Okay. Soft Tissue, also sanfte Berührung. Vielleicht irgendwie Haut, dass die super empfindlich war. Gedächtnisverlust. Vierte Phase. Innere Organe sind explodiert. Bodypart, also Körperteile, vanishing, verschwunden. Und Erbrechen mit sichtbarer Elektrizität. Klotz, weiß ich jetzt nicht, was das heißen soll. Aber irgendwie sichtbarer Elektrizität. Okay. Also sehr seltsam, was hier mit dem Victor passiert ist. Das zeigt auch, was die hier für kranke Tests gemacht haben. Haben wir hier noch irgendwas? Kann ich da hin? Nee. Okay, dran drehen können wir auch nicht. Da ist noch ein Kasten, versuche ich noch. Nee, da komme ich gar nicht hin. Okay, haben wir hier. Schalter haben wir überhaupt nicht gebracht. Schauen wir mal, ob wir weiterkommen. Was liegt hier? Okay, irgendwelche Schelltaschen oder so. Aber da ist nichts. Da ist wieder so eine Tür mit so einem Kartending. One who rules over the past is in control of the future. Also derjenige, der die Vergangenheit kontrolliert, kontrolliert auch die Zukunft. Oder regiert über die Vergangenheit. Wow. Schaut mal. Lampe. Licht weg. Das schluckt sogar das Licht von der Lampe. Okay, hier sind zwei Türen. Da steht jemand. Okay. Ja, komm. Ich würde sagen, wir probieren's. Rein! Waren wir das? Okay, Anatoly? Dimitri, is that you? Ja, ich bin's. Did you bring the memory lamp? I hope nobody was following you. If someone noticed you stealing the data from the Enlightenment, we all are in a great danger. The good thing is they haven't found anything suspicious yet. This information might unmask the Enlightenment experiments. Let's see what's on that carrier. Here. Eben soll ich dir das geben, jetzt gibst du es mir wieder. Put it in that slot and play back the data. Slot. Just insert it into that slot and press play. Also hier ist nichts. Da könnte... Just insert it into that slot and press play. Steck ihn in den Slot. Ah, hier ist ein Pfeil runter. Just insert it into that slot and press play. Anatoly, ich versuche doch gerade hier was zu machen. Just insert it into that slot and press play. Okay, los geht's. How do we know this is not the will of God? How do we know that this suffering is not the form of ecstasy? I
can't think. I can't breathe properly. Wow. It's ringing in my head, in my brain, constantly. I feel the electricity flowing in my blood, permanently alive, hitting me over and over again. And this horrible confusion, disorientation, constant agitation. Ich hatte Gänsehaut. Voices from another reality. Kannst du laut sagen. I can't believe it. What have we done? They used us. Now they're using our inventions for that? Those filthy, scum-sucking pigs. Dimitri, come closer. Our friend, Victor. That incident at Rostock. I have assumptions that he might still be alive. But what he became was another riddle that I'm gonna crack very soon. The traps are already installed on the polygon, but we still need to power up the reactor. Meet with Svetlana and tell her that we're going to need more of the isotope. We will be ready to launch phase two very soon. Let's go. Okay. Also ein längerer Flashback. You need to head out immediately. It will be very dangerous. But the Enlightenment's experiments need to be stopped at all costs. And one more thing, Dimitri, come with me. Ich folge dir. Nee, so kann ich nicht folgen. Das wollte ich halt so cool machen wie er hier. Aber Anatoli hat es einfach drauf. Du hast ein Loch, Anatoli. Okay, da geht es auch gar nicht weiter. Oh, hier sieht es besser aus als eben. Und wir haben zwei Schalter. The sun is rising. You can't go back by boat. And notice, use one of our elevators outside the shelter. The one to the right activates the dam elevator. The left one activates the canyon elevator. But it's still not repaired. Use the dam elevator for a quick access. Der muss repariert werden. Ich will die Spannung. Und? Okay, es ging nur der. Wo komme ich jetzt aus? Okay, wir sind wieder hier. Die habe ich eben schon gesehen. Ich dachte, die könnte ich nehmen. Okay, hier ist eine Zugangskarte. Was haben wir hier noch? Ich dachte gerade, dieser Sound war gerade weg. Ich dachte, es passiert irgendwas. 1950 hat das hier gestartet. The research of the influence of electromagnetic waves on objects, plants, living organisms and the human... menschliche Psyche. Okay. Gucken wir uns mal ganz kurz um, ob wir hier hinter noch was haben, bevor wir irgendwas hier vergessen oder... Was ist das hier? Access Control Panel. Tock, tock.
Okay. Schauen wir, was das jetzt für eine Karte hier ist. Okay, da kommen wir hier mit rein. Ich habe Angst. Patient 1 has completely lost his human form. Transformiert into the energy matter. Okay, also Victor scheint wirklich nicht tot zu sein, sondern hat sich irgendwie in Energie verwandelt. Despite its uncommon appearance. Keine Ahnung, was das heißt. Patient 1 shows the signs of intelligence. This gives us a wide scope for research and the possibility to control this phenomenon. Okay. Also, ja, Victor hat sich in irgendwas verwandelt, irgendwie in eine Energieform, und die weist Intelligenz auf, und die wollen da weiter nach, ja, untersuchen. Und wir wollen wahrscheinlich auch versuchen, Victor wieder zu finden. Und nicht, dass das eben Victor war, dieser Schatten, den wir gesehen haben, der da oben stand. Also das ist echt schade, dass man hier nicht irgendwie Schubladen durchsuchen kann, Schränke durchsuchen kann. Also es fehlt hier echt noch. Dass da irgendwelche wichtigen Sachen drin liegen, das wäre echt cool. Ah, hier haben wir das Foto von eben. Oder vom Anfang eher gesagt. Wow, hier ist eine Karte. Hier, komm mal. Komm mal raus, komm mal raus. Wow, ein riesen Reaktorraum. Okay. Feuerkleid. Oh ja, okay.